Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, immer gleich. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber momentan dieses Infinity Blade, muss ich ganz ehrlich sagen, zerstört doch extremst den Spielspaß im Moment. Also, seitdem dieses Scheißding da im Spiel ist. Ist es uns eigentlich so gut wie gar nicht mehr gelungen, noch irgendein Match, ein Duo-Match zu gewinnen. Meistens kämpfst du dann im Finale gegen irgendeinen mit diesem scheiß Schwert und also bis jetzt haben wir noch keine gute Taktik gefunden, wie wir das Ding kämpfen können, sinnvoll bekämpfen können. Mit dem Teil, wenn alle Wände eingerissen, alle Gebäude, er hat extrem viele Leben, ich weiß auch nicht. Also das ist einfach nur abartig und der Spielspaß geht momentan ziemlich verloren. Also ich meine, klar, wenn man einfach nur Bock hat zu zocken, ist es okay, aber wenn du auch mal eine Runde gewinnen willst, ohne das Schwert, wird es echt schwer. Dazu hat jetzt gibt's jetzt den ersten Nerf des Schwertes. Wir haben schon gesagt, wie lange dauert's, weil das kann ja so nicht weitergehen aktuell. Das ist ja abartig. Ne? Das ist einfach, also das ist ja mega OP. Das ist ja, da war ja damals der Thanos nicht mal so stark wie das hier. Ja, sorry, aber das ist, was soll das? Was soll diese Scheiße? Und zumal, wenn man hat es dann auch noch im Turnier, ja, sorry, aber im Turnier kommt irgendeiner mit diesem Deppen-Scheißschwert da an, ja, und dann macht er dir dein ganzes Match kaputt. Entweder hast du einmal die Flieger über dir, oder dieses Drecksschwert. Und da werden dann plötzlich 20 Punkte zu erreichen, auch schwer. Also, ist einfach abartig. Also, lange genug darüber jetzt gemeckert. Der erste Nerf wird jetzt kommen mit der nächsten Version und was toll. Also, die Möglichkeit zu bauen und zu farmen, währenddem man dieses Infinity Blade hat, wird jetzt hier unterbunden. Jetzt frage ich mich ganz ernsthaft, was bringt das jetzt? Also ich habe bis jetzt in den ganzen Kämpfen gegen Leute mit diesem Infinity Blade noch keinen gesehen, der von denen irgendwas gebaut hat. Die sind dann irgendwo hingejumpt, haben alles eingerissen, was da war, und um sich geschlagen wie die Bekloppten. Aber gebaut hat von denen irgendwie keiner was. Also zumindest nicht in den Kämpfen, wo ich auf die getroffen bin oder der sofort und ich. Also frage ich mich, was für eine tolle Nerf-Idee das sein soll. Wenn da jetzt gestanden hätte, okay, der kriegt jetzt genauso viel Schild und Leben wie jeder andere auch, ja, von mir aus 100 Leben, 100 Schild, gut. Dann kann ich ihn wenigstens auch mal theoretisch mit einem One-Shot-Platten machen, ja, aber so, sorry. Also da bin ich raus aus der Geschichte, was das anbelangt. Das, er sofort hat auch gesagt, er hat im Moment überhaupt keinen Bock da, das weiterzumachen, so wie das aussieht. Also mit dem Schwert, das macht momentan, solange sie das so drin lassen, macht es echt keinen richtigen Bock. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber Epic Games, da habt ihr euch, wir haben uns auch die Frage gestellt, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Also, ja, wir bringen mal eine neue Waffe ins Spiel, und oben hast du die Flugzeuge in der Luft, und unten hast du dann jemanden, der halt einfach nicht gekillt werden kann, ja, oder so gut wie gar nicht gekillt werden kann. Das ist toll, das ist eine super Idee. Dann machen wir das einfach mal so. Und er wird viel schneller und er wird viel weiter springen können und er wird durch die ganze Gebäude einreißen können und er wird alles platt machen können. Er kann alleine drei, vier Leute mit dem Schwert platt machen. Das ist toll. Super Idee. Das macht bestimmt jedem Spaß, der das Schwert nicht hat.
Vor allem, was hat das in dem Spiel zu suchen? Also, dieses Schwert hat da gar nichts zu suchen. Es tut mir leid, aber es hat nichts mit einem Fortnite, mit einem Shooter zu tun. Ein Drecksschwert. Ne, hier nicht bei Star Wars, ey. Hier kommt mir ja vor, wie das ist derjenige, der da, was weiß ich, der dieses Schwert hat, ist Darth Vader oder was? Ja, mit dem Laserschwert, mit überall mächtig und kann alles platt machen. What the fuck? Aber egal, jetzt habe ich mich lange genug ausgekotzt und auch auf die Gefahr hin, dass ich den ein oder anderen Dislike jetzt dafür kassiere. Aber sorry, wenn es euch ähnlich geht, würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und ihr sagt, ja, gleich, du hast recht, ja. Das ist scheiße. Aber es muss einfach mal gesagt werden, der Frust muss raus irgendwo. Ich liebe das Spiel, aber das macht so momentan wenig Spaß. Ja. Gut. Jetzt gehen wir in den Itemshop rein und gucken uns den mal an. Da ist ein neuer Skin drin. Das ist der Slushy Soldier. Schauen wir uns den mal ganz kurz an. Der Slushy Soldier. Oh mein Frosty. Mit Frosty Handgranaten. Und kleinen Karotten als Munition. Ja, ist das nicht süß? Ja, knuffig. Sieht aber trotzdem ziemlich bescheuert aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Kriegt von mir, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ich gebe dem jetzt mal hier. Irgendwie ist er cool, irgendwie sieht er scheiße aus. Dann bleibe ich in der goldenen Mitte, dann gebe ich dem 5 von 10. Dann gucken wir mal wieder. Slushy momentan. Oh, guck dir, der kommt relativ gut an. So, 4,25 von 5 bei 4 Votes schon. Ja, also. Kommt ganz gut an. Dann haben wir hier diese Icicle-Picke. Irgendwie ziemlich kacke aus. Sieht aus wie wie so ein alter Nagel. Ich weiß nicht, kennt ihr die Dinger, die so aus dieser Römerzeit sind? So ungefähr sieht das Ding aus. Gefällt mir überhaupt nicht. 2 von 10. Mal. Momentan schon eine Note da. 4 von 5 bei einem Vote. Verstehe ich nicht. Aber gut. So, dann kommen wir mal jetzt zu den Daily Items und dann schauen wir, was da so drin ist. Der Breaking. Der ist ganz cool. Spiel ich auch nochmal ab. Sieht von mir 8 von 10, der Breaking. Gucken wir mal, wie sieht es hier aus. Da haben wir 3,5 von 5 bei 14 Votes. So, dann haben wir hier Prismatic Standardgleiter, gefällt mir nicht. 0 von 10 und das Ding hat 3,25 von 5 bei 8 Volts. Der Prismatic, dann haben wir hier die Victory Lab, also kriegt von mir 5 von 10 die Victory Lab. Ist auch nicht so das super tolle Ding. 2,25 von 5 bei 4 Votes. So, und da haben wir mal einen Skin, der wenigstens jetzt Item Name. Der Item Name, der auch gar nicht erscheinen möchte. So, da ist der Item Name. Jetzt ist er da, der Shopper. Und der Shopper sieht immerhin gar nicht mal so schlecht aus, sage ich mal. Und deswegen kriegt der Shopper von mir auch heute mal, weil er deutlich besser aussieht als die anderen Skins, kriegt er heute von mir 6 von 10. So, dann schauen wir mal. Da haben wir 3,04 von 5 bei 23 Votes für den Shopper. So, dann haben wir hier diesen Assault Trooper.
Ein Assault Trooper kriegt von mir 5 von 10. Nein, 4 von 10. Ich mache nur 4 von 10. So. Und den habt ihr irgendwo drin? Da unten. High-Rise Assault Trooper ist das Ding ja tatsächlich. Okay. 4 von 10. Gucken wir mal, wie sieht es da aus. 3,55 von 5. Na, aber Brush Your Shoulder hat sich der sofort auch geholt, weil, ja, so, ja, jetzt haben wir die Arbeit getan. Und, sieht ganz gut aus. Das ist auch ganz witzig. Durch den Staub von der Schulter wischen. Kriegt von mir 7 von 10. Brush Your Shoulder. Und dann schauen wir mal da rein. Und das ist der hier. 3 von 5. Ein Vote nur. Ja, was lässt sich über den heutigen Shop sagen? Tja, ist eine gute Frage. Der Slushy Soldier, irgendwie hat er was. Ja, und irgendwie gefällt er mir trotzdem nicht. Ich weiß es nicht. Also irgendwie, auf der einen Seite würde ich ihm gerne eine Supernote geben. Auf der anderen Seite geben. Würde ich ihm gerne auch gar keine gute Note geben. Ich bin mir momentan nicht so ganz sicher. Vielleicht, wenn ich da mal eine Nacht drüber geschlafen habe, sehe ich das morgen vielleicht ein bisschen anders. Kann auch sein, dass ich heute einfach nur ein bisschen genervt bin, weil ich so leicht erkältet bin. Und dann noch dieses Drecksschwert mir total auf die geht. Ja, eigentlich ist er ja goldig, ne? Das Slushy Soldier. Alles andere ist jetzt heute hier im Shop, naja, durchwachsen. Ist jetzt nichts super Berauschendes heute drin gewesen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet sich mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Medium. Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.